Lubmin, Mecklenburg-Vorpommern. Die Hauptschlagader der deutschen Gasversorgung Nord Stream 1, sie pumpt nicht mehr. Nebenan liegt die Empfangsstation von Nord Stream 2. Die Pipeline war gerade fertig, als Putins Angriffskrieg die Welt zum Stillstand zwang. Anfang September hat in Lubmin nur noch die Wutkonjunktur. Aufmarsch zu einem von der AfD finanzierten Bürgerdialog. Die Angst vor einer möglichen Energieknappheit ist der Treibstoff der rechten Partei. Ich habe zu sagen, dass Nord Stream 2 ganz, ganz schnell geöffnet werden muss, damit wir alle den Winter überleben und unsere Rechnung noch bezahlen können. Was mit dem Angriffskrieg in der Ukraine? Darüber sage ich jetzt gar nichts. Wir haben ja die Sanktionen gemacht, nicht Putin hat Sanktionen gemacht. Das ist doch dummes Gequatsche. Aber Putin hat den Krieg angefangen. Ja, mit Recht. Mit Recht. Weil die NATO ja langsam vorrückt und den einkreist. Müssen sich doch nicht wundern, wenn meine Nachbarn in meinem Garten genauso handeln würden wie die Ukraine mit Russland. Da hätte ich den auch einen auf den Nuss gehauen. Unser Leben muss bezahlbar bleiben und das Ding muss aufgedreht werden, sonst drehen wir es auf. Und da ist Ihnen egal, was in der Ukraine passiert? Und das ist mir scheißegal. Was, haben wir damit zu? Haben wir den Krieg gewollt? Nein. Das ist den Krieg, nicht unser Krieg. Mitorganisator des Bürgerzorns ist dieser Herr, Thomas Kerl. Bis vor kurzem noch in der AfD und neuerdings selbsternannte Stimme des Volkes. Eine Rolle, die ihn heute dazu verleitet, zu einer Straftat aufzurufen. Wir machen diesen Irrsinn nicht weiter mit. Und ich gebe dafür eine ganz klare Order aus. 100.000 Menschen und dann machen wir selbst Nord Stream wieder auf, wenn Sie es nicht machen. Wir werden dieses System besiegen. Während Lubmin noch gegen das System trommelt, gibt die Regierung zeitgleich bekannt, dass sie die Bevölkerung mit weiteren 65 Milliarden Euro unterstützen werde. Doch für Entgegenkommen ist im Widerstand wohl kein Platz. Für wen sind Sie denn hier? Oder was bedeutet der Widerstand? Unabhängig. Was meinen Sie mit Widerstand? Dagegen das System. Zieh ab. Wir wären schon ganz woanders in diesem Land, vernünftig, familienfreundlicher, wenn es euch nicht geben würde. Wie meinen Sie das? Hundertprozentig. Unser Land ist wieder frei, wenn der erste Richter, der erste Staatsanwalt und ihr auf der Straße liegt. Und das ist ein Zitat. Die weiße Macht auf dem T-Shirt, die russische Flagge in der Hand und einen wirren Masterplan im Kopf. Alles sehr verkehrt und sehr beunruhigend. Wir drehen Nord Stream 2 auf, weil damit sind alle Probleme in Deutschland erst einmal gelöst. Danach muss die Bundesregierung weg. Und dann gucken wir mal, wie wir dieses Land auf vernünftige Säulen stellen. Was genau er damit meint, sagt er nicht. Populisten haben keine Lösungen, nur Parolen. Ihnen geht es um Panikmache, nicht um Politik. Für Demokratieforscher ein gefährliches Phänomen. Das, was rechte Gruppierungen machen, ist, sie befeuern eine ganz bestimmte Stimmung, spitzen sie zu. Und lassen sie dann eskalieren. Das ist die Strategie rechter oder rechtsextremer Gruppierungen. Und deshalb erzeugen sie den Zorn, von dem sie annehmen, dass der Zorn bereits vorhanden ist. Auch im sächsischen Bautzen sind die Menschen jeden Montag zornig. Seit Monaten marschieren sie durch die Stadt, flankiert von altbekannten Wegelagerern wie der rechtsextremen NPD. Unter der Kappe ein Gebräu aus Nationalismus und Null-Ahnung-Politik. Moin! Wie wollen Sie denn die Inflation stoppen? Wie wir die Inflation stoppen wollen? Naja, indem man vielleicht aufhört, das ganze Geld ins Ausland zu transferieren, das eigentlich hier drin bleiben sollte. Ja? Indem man vielleicht aufhört, die Energiepreise unnötig in die Höhe treiben zu lassen, indem man dann vielleicht die Ressourcen hier bei uns behält, indem man vielleicht auch Ressourcen aus Russland wieder annimmt. Aber ist das nicht Herr Putin, der die Gaspreise nach oben treibt und die Energiepreise? Nö, das ist ein Habeck, der sagt, wir dürfen das gar nicht mehr hier reinkommen lassen. Das sind Leute, die Nord Stream 1 zusperren, die Nord Stream 2 nicht mehr offen lassen wollen und so weiter. Was wäre denn Ihre Lösung aktuell? Na, erstmal für das deutsche Volk da sein. Wer ist denn das deutsche Volk? Ich zum Beispiel. Ging es zu Beginn noch gegen die Impfdiktatur, geht es jetzt vor allem gegen die Gasdiktatur. Nicht die von Wladimir Putin, sondern die von Robert Habeck. Einige Teilnehmer tragen Erkennungszeichen der Freien Sachsen, einer rechtsextremen Kleinstpartei
die den Protest vorantreibt. Was stört Sie denn? Was uns stört? Lass das mal rein, habt ihr das nicht gehört? Dass die Grundrechte wieder eingeführt werden, das wollen wir einfach. Hört auf mit dem Gequatsche und Verfassungsdein. Mit der Presse möchte heute keiner so richtig reden. In Bautzen hat man eine eigene Sicht auf die Dinge, auch bei der Schuldfrage. Wir wollen den Krieg nie. Wir wollten ihn anscheinend schon. Na, aber der Krieg geht doch von Russland aus. Ja, jawohl, wir hatten ihn provoziert. Wie meinen Sie das? Also, müssen wir die NATO erweitern? Müssen wir dazu? Müssen wir. Darf ich Sie fragen, wofür Sie hier sind heute? Wir haben ja eine Reichsfahne. Ja, und? Was dagegen? Haben Sie was? Haben Sie was gegen die Fahne? Ich auch. Was bedeutet die denn für Sie? Ja, das bedeutet, dass es mal ein Deutschland gab. Ein souveränes Deutschland. Schon mal was gehört davon? Verschwörungstheorien, Putin-Treue und Demokratieschelte. Versatzstücke einer Ideologie, die sich gegen den Staat und die da oben richtet. Beim besorgten Volk fällt das auf fruchtbaren Boden. Einer, der ganz vorne mitspielt im Guerillakampf gegen die Regierung, ist der Vorsitzende der Freien Sachsen, Martin Kohlmann. Der altbekannte Nationalsozialist wird vom Verfassungsschutz beobachtet. 2018 war Rechtsanwalt Kohlmann Veranstalter einer Demonstration in Chemnitz. Am Vortag war es dort zu Übergriffen auf Migranten gekommen. Hooligans und Rechtsextreme probten damals den Aufstand. 3 Jahre später gründet er die Freien Sachsen als Protestpartei gegen die Corona-Maßnahmen. Das ist keine legitime Regierung, das ist keine legitime Polizei mit ihrem verstümmelten Sachsenwappen auf dem Arm. Und das ist keine legitime Staatsgewalt. Mit Gewalt gegen die Staatsgewalt. Offenbar war die Pandemie für die Freien Sachsen aber nur der Anfang. Das Warmlaufen für den Widerstand. Bei Corona ist auch nicht irgendeine gefährliche Krankheit über uns hereingebrochen, vor der jetzt alle Leute geschützt werden müssen, sondern es sind staatliche Eingriffe über uns hereingebrochen, gegen die sich die Leute wehren und vor denen sie geschützt werden müssen. Und das Gleiche passiert jetzt wieder. Ihren Angriff auf die Demokratie vernetzen die Freien Sachsen per Telegram. Mittlerweile haben sie über 150.000 Follower. Mit düsteren Schreckensszenarien machen sie Stimmung gegen die regierende Politik. Zitat: Die Energiepolizei wird noch viel radikaler vorgehen als das, was wir bisher kannten. Wirtschaftsminister Habeck ist der Endgegner der Freien Sachsen. Wie weit ihr Hass geht, zeigt ein Video, das aus dem Umfeld der Partei ins Netz gestellt wurde. Wut, die gefährlich nach Gewaltaufruf klingt. Ihre Partei ist maßgeblich für diese Lieferungen und Sanktionen verantwortlich. Sie sind deshalb schuldig im Sinne der Anklage. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Sie, Robert Habeck, werden vom Volk verurteilt zu 16 Wochen Pranger auf dem örtlichen Marktplatz. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz. Das Video wurde gelöscht. Frage an Kohlmann. Finden Sie das lustig? Das Schauspiel fand ich lustig, ja. Die Idee fand ich witzig. Das ist ein Aufruf zur Gewalt? Nein, das ist kein Aufruf zur Gewalt. Dann ist Hamlet auch ein Aufruf zur Gewalt. Aber Sie verbreiten ja damit Gewaltfantasien. Also warum tun Sie das? Was ist Ihr Ziel dabei? Erstens habe ich das gar nicht gemacht. Also da fragen Sie den Falschen. Es kommt aus dem Umfeld Ihrer Partei. Ich finde, dass dort auf sehr humorvolle Weise eine deutliche Kritik an Regierungshandeln geübt wird. Und das ist ein gutes Mittel auch dazu. Rechte Ideologen wie Kohlmann wollen den Umsturz der Regierung auch durch einen Schulterschluss mit links erreichen. Querfront heißt das dann. Am 5. September demonstrieren Rechte und Linke in Leipzig am selben Ort. Man fantasiert schon von neuen Truppenstärken. Getrennt marschieren, vereint schlagen, es war ein altes Motto der preußischen Armee. Und das ist doch ein schönes Beispiel eigentlich, dass man gegen den Wahnsinn, der uns jetzt gerade von dieser Bundesregierung übergestülpt wird, von verschiedenen Seiten angreifen kann. Und vielleicht auch muss. Das Publikum eine Melange aus Schwarz-Rot. Dazwischen ein paar Normalbürger, die den Überblick verloren haben. Macht nichts. Hauptsache Weltfrieden. Eigentlich wollte ich in gar keine Richtung tendieren. Ich bin auch parteilos, wir sind beide parteilos. Aber wir wollten das zum Ausdruck bringen, was hier steht. Und da haben wir uns überlegt, wie kriegt man das hin. Aber jetzt stehen Sie auf einmal bei den Rechtsextremisten.
Sie sind rechtsextremistisch eingestuft. Jetzt gucken Sie sich aber mal die Leute an. Das sind nicht alles Rechtsextremisten. Die haben es vielleicht organisiert, aber gucken Sie sich die Leute an. Haben Sie da kein Problem, hier zu stehen? Nein. Nein. Wo ist man denn rechtsradikal, wenn man gegen den Krieg ist? Wo ist man denn rechtsradikal? Nur weil man sagt, das, was der Staat macht, funktioniert nicht. Das ist ja die Frage, bei wem man mitläuft, oder? Normalerweise müssen sie alle zusammenlaufen. Genau, alle zusammen. Das ist das, nicht nur ein Theater machen, wo sich so trennen zu lassen, das ist so ein Witz hier. Das war ein Blödsinn. Der Staat als Staatsfeind. Unter das wütende Volk hat sich auch der rechte Verleger Götz Kubitschek gemischt. Sein Institut für Staatspolitik wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Herr Kubitschek, darf ich mal ganz kurz fragen? Welcher Sender sind Sie denn? Spiegel. Nee, lieber nicht. Aber nicht. Wie sehen Sie das denn hier? Was ist das denn hier für ja, ein Moment? Aber ich bin heute nicht da. Ne? Aber Sie sind ja da. Ja, kann sein, aber ich habe nichts zu sagen. Ich schaue mir alles an. Aber es ist ja schon interessant, dass jemand wie Sie hier ist. Interessant ist auch, dass Kubitschek als geheimer Strippenzieher der AfD gilt. Noch verquerer ist nur der Herr im weißen Hemd. Ein Ex-Linker, der zum rechten Einpeitscher wurde. Es geht nicht mehr um Ideologie, es geht um das nackte Überleben für unsere Wirtschaft, für unser Volk und für jeden Einzelnen. Da müssen wir zusammenhalten. Zusammen gegen die amtierende Regierung. Elsässer ist in seiner Funktion als Verleger zur Schlüsselfigur der neuen Rechten geworden. Seit Jahren tingelt er durch die deutsche Protestlandschaft, macht 2014 auch keinen Hehl aus seinem antisemitischen Weltbild. Wer gehört denn zu dieser Finanzoligarchie? Die Herren Rockefeller, Rothschild, Soros, Schodorkowski, das englische Königshaus und das saudische Königshaus. Ein Allrounder der Tabubrüche, der wiederholt im russischen Fernsehen zu Gast war. Unterdessen ist er so abgedriftet, dass er Putin zum Widerstandskämpfer gegen die politische Weltverschwörung erklärt. Und das klingt so. Die gesamte Politik der Aushöhlung von Nationalstaaten, der Abschaffung von Völkern und zuletzt der Angriff auf den Homo sapiens im Stile der mRNA-Angriffe, Stichwort Spritze, ist ja weitergegangen. Und jetzt, am 24. Februar, hat mal einer gesagt, der Worte sind genug gewechselt, jetzt lassen wir Taten sprechen. Und dieser eine war Putin und der hat dann dem euroatlantischen Imperium eine Grenze, eine physische Grenze, eine eiserne Grenze gesetzt in der Ukraine. Elsässer ist Herausgeber der Zeitschrift Kompakt. Das Magazin gilt als rechtsextremistisch. Von der UFO-Verschwörung bis hin zum vermeintlichen Genderwahn ist alles dabei. Seit neuestem schürt das Magazin Ängste vor einem angeblichen Blackout, reiht sich ein in das Habeck-Bashing und macht Stimmung für einen Volksaufstand. Journalistisch ist das eher nicht. Aber Elsässer hat ohnehin anderes vor. Er träumt von der rechtsdominierten Querfront mit ihm an der Spitze. Nur Kompakt kann die verschiedenen Protestströmungen zusammenbringen, seien es die neue Rechte, die wir aus den Zeiten von Pegida noch kennen, seien es die Querdenker, für die wir in den letzten 2 Jahren ein wichtiges Publikationsorgan waren, oder seien sie jetzt auch die Linken, die auf die Straße gehen und nicht immer konform sind mit ihrer Führung. Das liegt in unserer DNA. Eine DNA der destruktiven Elemente, vereint in ihrem Instinkt, aus der Not Gewinn zu ziehen. Die Sorgen des Volkes sind dabei nur Mittel zum Zweck. Rechte Gruppierungen, AfD, Freie Sachsen und viele andere Splittergruppierungen oder ehemalige NPD-Leute versuchen natürlich, alle Krisen auszunutzen. Das haben sie bei der Migrationskrise so gemacht, das haben sie bei Corona gemacht, das werden sie auch jetzt tun, um damit zu versuchen, die Demokratie zu gefährden oder die Demokratie zu destabilisieren, denn hier sind eindeutig ja auch Demokratiefeinde unterwegs oder solche, die die Demokratie verachten. Eine Verachtung, die sich in den letzten Jahren immer weiter zugespitzt hat. Magdeburg vor knapp 3 Wochen. Eigentlich sollten die Bürger an diesem Tag die Chance zum Dialog bekommen mit Olaf Scholz, dem amtierenden und rotierenden Bundeskanzler.
Doch wer keine Genehmigung hatte, musste draußen bleiben. Hinter der Polizeiabsperrung. Nicht der einzige Grund, sauer zu sein. Scholz muss weg! Scholz muss weg! Scholz muss weg! Wer soll das noch bezahlen? Das ganze Problem ist doch hier ausgemacht. Das fing an mit Frau Merkel. Wir schaffen das. Das war der erste Fehler. Der zweite Fehler war die angebliche Klimapolitik, die Klimalinie Main-Auen. Das nächste mit den Corona. Jetzt der Ukraine-Krieg. Mit welchem Recht muss ich Waffen bezahlen, damit die sich töten? Erklären Sie mir das bitte. Diese Wuschi-Waschi-Politik, die Scholz macht, hier mal ein Paket, da mal ein Paket, und immer trifft es die Falschen. Vor allem die Pakete kommen dann nur zur Hälfte an. Es werden 300 Euro pro Person am Arbeitnehmer verteilt und dann würden Steuern abgezogen. Von den 30 Milliarden gehen erstmal 15 Milliarden wieder zurück an den Staat. Was sind denn das für Hilfen, wo ich schon monatlich 300 bis 400 Euro mehr bezahlen muss? Ein staatlicher Zuschuss, der in den meisten Fällen zu versteuern sein wird, das tut weh. Und ist der Ruf erst ruiniert, reicht schon ein Mittelklasse-Audi, um richtig durchzudrehen. Wir dürfen nicht reiner was, und Sie dürfen jetzt reiner weh. Wir können uns alle draufsetzen und dann fahren wir reiner weh. Das kann doch nicht sein, oder? Wer es rein geschafft hat, erlebt einen Kanzler im Erklärmodus, der nach Bazooka und Zeitenwende froh wäre, wenn unsere Energie noch für kleine Brötchen reicht. Wir ermöglichen Unternehmen, die noch einen Öltank haben, den wieder anzuschalten. Also wir machen ganz viele Dinge, um uns auf diese Situation vorzubereiten, damit wir durch die Zeit kommen. Und mit den Hilfen und diesen Maßnahmen hoffe ich, dass wir es irgendwie hinkriegen, selbst wenn es ganz kompliziert wird, durch den Winter zu kommen. Beruhigende Worte, die weder die überhitzten Gemüter noch ihre Anheizer erreichen. Sie, Herr Scholz, sind nicht der Kanzler des deutschen Volkes. Sie sind der Kanzler globalistischer Interessen. Und das lehnen wir ab. Scholz ist schuld. Für die AfD ein Mantra, das sie gern und oft vorträgt, gespickt mit Horrorszenarien. Sie haben eine maßlose Verarmung in diesem Land in Gang gesetzt, gegen die sich nun der Widerstand im Herbst formieren wird. Der Mann, der hier auf Stimmenfang geht, ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Reichert. Er wird dem offiziell aufgelösten rechtsextremen Flügel der Partei zugeordnet. Es geht um die Frage, ob die Energiekrise von den Menschen im Land als eine Bedrohung ihres Wohlstands aufgenommen wird. So. Und wenn die Menschen dann sehen, jawohl, die AfD hat das immer schon gesagt und die AfD hat diese und jene Position immer schon gehabt, dann wird das zwangsläufig dazu führen, dass wir eben im Bereich der Wählergunst zulegen. Was Teile der AfD auch schon immer erzählt haben, ist das Märchen von amerikanischen Biowaffen in der Ukraine. Angstpropaganda, die Wirkung zeigt. Es kommt zu sozialen Verwerfungen, davor habe ich Angst, ganz doll Angst. Da sind unsere Demonstrationen, unsere friedlichen Demonstrationen noch ein Klacks gegen gewesen. Ja, zu den sozialen Verwerfungen, die es hier kommen wird. Darauf lauert die AfD. Auf eine Krise, die sie populistisch ausnutzen und der regierenden Politik in die Schuhe schieben kann. Alice im Untergangsland. Die Menschen in unserem Land werden hier eiskalt über den Tisch gezogen. Um es ganz klar zu sagen, und die Leute werden auf die Straße gehen. Den ganzen Winter lang. Dass die AfD das gut fände, hat ihr EU-politischer Sprecher neulich zugegeben, aus Versehen auf TikTok. Das wird so dramatisch werden. Ja. Man muss sagen, hoffentlich, oder? Wenn es nicht dramatisch genug wird, dann geht es so weiter. Ja, halt, aber auf der anderen Seite, weißt du, wenn es nicht dramatisch wird, dann ist eh okay. Oh. Ja, dann braucht es die AfD offensichtlich nicht. Wem die AfD noch zu links und systemnah ist, trifft sich am 3. September in Magdeburg. Hier marschieren heute lupenreine Nationalsozialisten der sogenannten Neue Stärke-Partei auf. Auch sie haben das Gasthema für sich wiederentdeckt. Das wird kombiniert mit völkischer Ideologie. Der Großteil des deutschen Volkes schuftet sich zu Tode. Für immer weniger Geld gehen Mann und Frau arbeiten, um ihre Familie durchzubringen. Die
Kinder erfahren dabei grausame Vernachlässigung, weil sowohl Mutter als auch Vater schaffen müssen, damit etwas Essen auf den Tisch kommt und die Wohnung noch beheizt werden kann. Zur Energiepolitik findet sich im Parteiprogramm nur wenig. War bisher offenbar kein großes Thema. Um was geht's denn? Aufmerksam machen auf soziale Missstände und eben aufmerksam machen auf unsere Parteiarbeit und eben auf unsere Kampagne der Kampfkultur. Mit Kampfkultur kennt er sich besser aus. Enrico Bicisco kommt aus der Hooligan-Szene, verbüßte Freiheitsstrafen wegen Gewaltdelikten. Viele Mitglieder der Partei haben aus anderen Neonazi-Organisationen wie dem Dritten Weg oder der NPD rübergemacht. Damit ist die neue Stärke im Osten eine Art braune Resterampe. Unsere Stadt hat Kommunistensatz! Unsere Stadt hat Kommunistensatz! Unsere Stadt hat Kommunistensatz! Bundesweit soll es gerade einmal 100 Mitglieder geben. Die Hoffnung jetzt mit der Krise Leute ködern. Die Politik ist ja zum Beispiel in Thüringen mehr als linkslastig. Und die regieren schon seit der Wende und die regieren alles kaputt. Deswegen sind die Menschen jetzt viel mehr offen, um sich für andere Themen, sage ich mal, unsere Themen zu öffnen und auch mit uns zu diskutieren und mit uns nach Lösungen zu suchen. Das heißt, ihr seht diese Zeit jetzt vielleicht auch als Chance? Oder? Natürlich sehen wir es als Chance. Ja. Zumindest in Magdeburg verfängt die Taktik der dumpfen Parolen nicht. Verpisst euch, ihr Schweine! Magdeburg! Junge, aber ich bin stolz auf euch. Endlich habt ihr es euch getraut, mal zu zeigen und zu sagen. Natürlich kann ich versuchen, die breite Bevölkerung damit zu befeuern oder damit zu catchen, dass ich einfach auf ganz normale gesellschaftliche Probleme, Themen aufspringe, die wir natürlich haben. Aber die kann man garantiert nicht so bewältigen. Vor 2 Jahren wurden 3 Männer aus Guinea vor der damaligen Zentrale verprügelt. Angeklagt sind Enrico Bicisco und 9 weitere Personen aus dem Umfeld. Kein Wunder bei dem Parteichef. Ich heiße Michel Fischer und bin Ehemann einer wundervollen Frau und Vater von 2 wunderschönen weißen Kindern. Die Betonung liegt auf weiße Kinder. Bundesvorstand Michel Fischer verprügelte mal einen 13-Jährigen, als der Nazi-Aufkleber entfernen wollte. Trotzdem oder gerade deshalb wollen heute neue Mitglieder aufgenommen werden. Anleihen aus dem Dritten Reich sind nicht zufällig. Heil unser Vorfahren! Heil unser Vorfahren! Heil Deutschland! Heil Deutschland! Heil der neuen Stärke! Heil der neuen Stärke! Die neue Stärkepartei. Ein Männertrupp, der mit alten Ideen eine Revolution anzetteln will. Ein Konzept, das einem irgendwie bekannt vorkommt. Es geht aber immer um Führung, Führer. Und das sind, wenn man so hart sagen will, quasi faschistische Methoden. Eine große Versammlung auf die Straße zu bringen, zu suggerieren, dass es sich eine große Volksbewegung handelt und sich selbst als den Führer anzubieten. Zurück nach Leipzig, wo 3.500 Menschen den Aufrufen von rechts und links gefolgt sind. Doch die Sehnsucht mancher nach einer Verbrüderung im Kampf gegen das Berliner Politik-Establishment will heute nicht so recht aufgehen. Teile der Antifa und eine entschlossene Seniorin bilden eine Front gegen die Querfront. Egal welche Forderungen man hat, auch berechtigte Forderungen, die man hat, man geht nicht mit Rechten auf die Straße. Punkt. Und so heißt es Rennen gegen rechts. Die Demonstration, angeführt von den Freien Sachsen, wird von der Antifa gestürmt. Was ist denn die Taktik? Die Querfront muss auf der Straße zerschlagen werden. Mit Faschos ist keine Sozialpolitik zu machen. Ganz kurz, wir können auch noch nach hinten gehen. Eine Fette machen, was haltet ihr? I don't know, ich weiß nicht, was schlau ist. Während die Linken taktieren, entlädt sich die Wut im rechten Lager. Das sind Ratten da vorne. Ratten, Zecken. Was, das ist Ungeziefer. Die da vorne die Straße blockieren. Ja? Das sind linke Zecken.
In Leipzig ist erstmal Schluss mit dem Schulterschluss. Jetzt helfen nur noch die alten Parolen. Der Frust über die explodierenden Energiepreise wird bei vielen noch in Wut umschlagen. Der heiße Herbst, er steht erst noch bevor.